Ui, das ist aber hell, hä? So, meine Lieben, wir testen jetzt mal wieder Convenience-Produkte. Und zwar die Soßen aus dem Aldi. Ich habe ein paar Soßen mitgebracht aus dem Aldi. Und die werden wir jetzt. Ist jetzt übrigens das Originalton vom. Also kein Lavalier. Die werden wir jetzt mal exakt nach Anleitung zubereiten. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann ich ja nicht testen, ob die überhaupt was taugen. Und zwar haben wir verschiedene Sorten gekauft. Und wir fangen mal an mit der Geflügelsoße. Das steht hier drauf, wie ich das zubereiten soll. Zubereitung. Inhalt. Ich muss eine andere Brille holen. So, Inhalt in 1/4 Liter, also 250 Milliliter, die nehmen wir jetzt auch. Da haben wir 250. So, was steht hier? Warmes Wasser einrühren, aufkochen lassen. Ich mache es immer so, dass ich das schon ins Kalte einrühre, weil dann weiß ich, wann das Wasser warm genug ist. Das heißt, ich mache hier an. Stell bei mir auf Boost, hole jetzt. Einen Beutel heraus, Geflügelsoße. Das sieht so aus. Was haben wir denn da drin? Jodsalz, Stärke, Zucker, Maltodextrin, natürlich Palmfett. Ne, klar. Aromen, Geschmacksverstärker, Mononatrium, Glutamat, Dinatrium, Guanylat und Dinatrium. Oh Mann. Außerdem ist Karamell und 0,9% Hühnerfett. Ich denke mal, die Aromen kommen dann wohl auch künstlich daher. Und das Fett soll wohl noch ein bisschen Geschmack abgeben. Wir werden gleich sehen, inwieweit das auch gleich nach Huhn schmeckt, obwohl gar keins drin ist. Und natürlich, wie oft es eindickt. Oh, das riecht aber echt extrem nach Huhn. Also damit, oh, das riecht echt extrem nach Huhn. Wahnsinn. Also es riecht definitiv schon mal nach Huhn. Ja. Da kann man echt nichts sagen. Jetzt gucken wir uns die Konsistenz an. Hat sie es gut aufgelöst? Das hat sich wunderbar aufgelöst. Oder? Naja, nicht so richtig. Das sehen wir gleich. Wo ist mein Sieb? Da. Das sehen wir gleich, wie sich das aufgelöst hat. Ja? So, es riecht also schon mal wirklich nach Huhn. Es hat sich nicht aufgelöst. Das ist auch der Grund, warum ich das ins kalte Wasser tue, weil es sich dann eher auflöst. Aber vor lauter Laberei habe ich es jetzt vergessen. Ja. So, jetzt lass mich das mal probieren. Das hat sich wirklich nicht aufgelöst. Okay. Jetzt mal ehrlich. Die schmeckt gar nicht so schlecht. Ey, ohne Witz jetzt. Ohne Witz jetzt. Der Karamellsirup ist übrigens für die Farbe. Ja. Dass die Soße eine Farbe kriegt. Und die ganzen. Die ganzen Geschmacksverstärker, die ganzen Konservierungs, die ganzen Geschmacksverstärker, ist ja klar, damit das zum Beispiel das Hühnerfett, was sie reinhaben, damit es einfach geschmacklich nach oben gehoben wird. Ich gebe euch einen guten Tipp gleich noch, was eine Hühnersoße angeht. Mmh. Ehrlich jetzt, das ist nicht so übel.
bin gerade ganz überrascht. Das kann man echt nehmen. Hat sich aber nicht ganz aufgelöst. Also hier sind noch ein paar Bröckchen drin. Ja, das hat sich nicht ganz aufgelöst. Ich bin gerade angenehm überrascht. Wirklich angenehm überrascht, was die Soße hier angeht. Wahnsinn. Das schmeckt nicht, muss nachspülen. Auch aus dem Aldi übrigens. Mandarinensaft schmeckt super. Die schmeckt einfach frei. Die Geflügelsoße von Le Gusto, Leute, die kann man sich echt geben. Die ist nicht so schlecht. Die kann man sich echt geben.